Matthias von Mats Gitarrenkurs und Akustik, gitarrelernen.de, heute mit einer weiteren Folge aus der Reihe Magic Rock Guitarists. Diesmal Sehnsucht von Rammstein. Ja, falls du die Noten oder die Tabs haben möchtest oder aber meinen kostenlosen E-Gitarren-Grundlagenkurs buchen möchtest, dann kannst du das hier oben tun. Der E-Gitarrenkurs richtet sich an alle Einsteiger und in 20 Lektionen werden die Grundlagen für die E-Gitarre vermittelt und wie gesagt absolut kostenfrei. Aber zurück zu Sehnsucht und da hole ich jetzt die Kamera ran. Bis gleich. Ja, wir spielen drei gedämpfte leere E-Saiten und greifen dann einen E-Powerchord im siebten Bund, also mit dem Grundton im siebten Bund auf der A-Seite. Dann haben wir also hier im siebten Bund Zeigefinger das E, mit dem Ringfinger im neunten Bund auf der D-Seite das H oder B, die Quinte, und dann die Oktave im neunten Bund auf der G-Seite. Also dreimal die leere E-Seite gedämpft und dann schlagen wir den Powerchord an und rutschen einen Bund runter. Dann schlagen wir einmal die leere E-Saite an und spielen einen F-Powerchord im achten Bund auf der A-Seite mit dem Grundton. Rutschen einen Bund runter zum E-Powerchord im siebten Bund. Also dann gehen wir zu einem G-Powerchord im zehnten Bund. Grundton auf der A-Seite. Davor schlagen wir auch einmal die leere E-Saite an. Also bis dahin wäre es dann. Dann schlagen wir noch zweimal die leere E-Saite an und bis dahin wäre es dann. Nochmal 3, 4 und. Und anschließend gehen wir dann zum F-Power-Chord wieder im achten Bund. Grundton auf der A-Seite wäre also. Einen was zum Vergessen nochmal. Dann kommt die Ausnahme, weil wir dann zwei Sechzehntel spielen und dann den E-Power-Chord und vom E-Power-Chord in den fünften Bund zum D-Power-Chord rutschen. Also komplett wäre es dann.
Musik spielen wir auch alles komplett nur mit Downstrokes, also mit Abschlägen. Einzige Ausnahme ist dann eben dieser 16-Anschlag. Im Originaltempo ist 140 circa. Wir fangen mal an mit 96. 1, 2, 3, 4. Und dann gehen wir mal weiter auf 100. 1, 2, 3, 4. Auf 108, 1, 2, 3, 4. Und dann gehen wir mal 100, auf 116. 1, 2, 3, 4. Und dann gehen wir mal auf 120. 1, 2, 3, 4. Und dann 126. 1, 2, 3, 4. Und 132, 1, 2, 3, 4. Und 138 bzw. 140. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, dass der Riff von Sehnsucht soweit jetzt klar geworden ist. Sollte mit ein bisschen Übung auch gut machbar sein. Und ist ein gutes Powerchord-Training. Und ja, ich hoffe, das Video hat gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Außerdem abonniere meinen YouTube-Kanal. Dann bleibst du mal auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Teile das Video, damit auch andere den Riff lernen können. Schau dich ein bisschen auf meinem Kanal um. Du findest einige Rammstein-Riffs schon auf meinem Kanal. Like meine Facebook-Seite, komm bei Twitter vorbei. Wenn du einen kompetenten Gitarrenlehrer suchst, ich unterrichte jetzt seit knapp 30 Jahren und kann jedem auf seinem Gitarrenweg weiterhelfen. Ich mache das auch über Skype und wenn du weitere Infos dazu haben möchtest, komm auf meine Homepage www.mats-gitarren-kurse.de. Außerdem habe ich noch ein weiteres Projekt am Start, nennt sich akustik-gitarrelern.de und da entsteht
der im deutschsprachigen Raum umfangreichste Akustik-Gitarrenkurs. Und der ein oder andere E-Gitarrist spielt ja auch Akustik-Gitarre. Und würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit Sehnsucht. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder. Und tschüss!